Na, bin ich zu hören? Sehr schön. Dann würde ich sagen, hier, Fall 6, Fall 1 bis 5 haben wir schon gelöst in den vergangenen 5 Streams. Und heute. Hier habe ich gerade noch eine Nachrichtung auf dem Handy. Ein bisschen mal ausschalten. Eine Klasse für sich spielen wir heute. Fall 6, die letzte Episode, der letzte Fall aus den Hauptakten, aus der Hauptabenteuer. Danach starten wir die Bonus-Episoden. Heute aber erstmal die letzte der 6 Hauptgame-Episoden. Eine Klasse für sich. Fallzusammenfassung. Unser Klassentreffen. Juhu. Oh Gott, das kann ja nur der letzte Wahnsinn werden. Na dann starten wir die Untersuchung. Schauen mal, was da so wie dieses Klassentreffen den Bach abwärts geht. Wir werden sehen. Eine Klasse für sich. Auf geht's. TL High School, Atun Lakes. Oh, du bist jetzt ein Detective, so wie McKing? Nein, nicht wie McKing. Vielleicht ein bisschen wie McKing. Der gleiche Beruf, aber anders, verstehst du? Ja, jetzt habe ich's verstanden. Gut. Er ist dein Vorbild. Du bist ihm zur Polizei gefolgt und jetzt arbeitest du unter ihm, sozusagen als sein Schützling. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde jetzt lieber gehen, Judy. Ah, ja. Aber ich würde gerne noch mit den anderen Leuten hier reden. Hier mit Ophelia sitzt am Tisch. Mich hat der Detective McKing uns auch inspiriert. Ich werde diese Frage wahrscheinlich bereuen, aber wozu hat er dich inspiriert? Natürlich dazu, ihn zu stalken und ihm einen Schrein zu bauen. Ich habe mir sogar die gleiche Haarfarbe zugelegt wie seine Frau. Dieses Flie. Ja, ich bereue die Frage bitterlich. Ja, wir haben hier Banner. Die Banner zeigen nach unten, um die Erwartungen der Schüler gering zu halten. Tja, was für schöne Lichter. Nicht hineinstarren, Detective. Die haben bestimmt schon mindestens 3 ehemalige Schüler entführt. Ja. Mr. Fjord. Professoren Zeitschleife. Wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Du siehst immer noch genauso aus. Haha, was hat die Zeit schon zu bedeuten? Aber im Ernst, es ist doch gerade mal 2, 3 Jahre her. So ungefähr, vielleicht ein Dutzend bisschen länger. Ich war doch nie gut darin, das Alter von anderen Leuten zu schätzen. Das liegt wohl an den fehlenden Gesichtszügen. Das klingt nicht gut. Was war das? Gas? Du glaubst, das Gebäude hat gewackelt, weil jemand Gas abgedossen hat? Vielleicht mehrere Leute gleichzeitig? Genug, um ein ganzes Gebäude durchzuschütteln? Vielleicht. Also nur mal angenommen, es war kein Gas. Sehen wir uns mal auf dem Dach um. Vielleicht finden wir irgendwas Merkwürdiges. Aber erstmal, Dennis. Keine Sorge, kein Grund zur Eile hier. Sind alle in Sicherheit? Braucht jemand einen Erwachsenen? Okay. Hoffentlich war das kein tektonisches Beben, das durch Bohrarbeiten in meiner Unterwasserstadt verursacht wurde. Gabby, bitte. Das Beben könnte meine Brühe ordentlich durchgerührt und ihren Wert gesteigert haben. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Ja.
Oh je, hoffentlich ist Detective McKing wohl auf. Was war das wohl los? Oh, ich bin immer noch hier. Dann habe ich die süße Umarmung des Todes wohl nur geträumt. Was war dieses Poltern? Ich mache mir Sorgen um meinen Zeitmagneten. Also reden wir jetzt weiter oder zum Flur Richtung Bühne? Richtung Bühne würde ich sagen. Wir sollten auf das Dach, auf dem Dach nachsehen, was das Beben verursacht hat. Okay. Das nächste Beben. Nicht schon wieder. Auch das noch. Der Himmel fällt herunter. Dick Bigman? Dick Bigman hier mit Fluch oder Beben. Soeben eignet sich hier ein mysteriöses Beben. Verflucht. Ein Jahrbuch. Oh, unser altes Jahrbuch. Zieh mich nicht in die Rolle des Wir haben einen Fall zu lösen Typen. Nur einen kleinen Moment. Kingsley McKing wird wahrscheinlich von fast allen gemocht. Sean Dolan wird wahrscheinlich für den Mann arbeiten. Oh, ich verstehe, ganz schön raffiniert. Was? Für den Mann arbeiten. Den Mann. Dämon. Dämonen. Er arbeitet für die Dämonen. Ist ganz schön weit hergeholt, selbst für deine Verhältnisse. Ach, keine Sorgen. Es war nur Dämonenlacher. Keine Beunruhe, nichts zu, kein Grund zur Unruhe. Oh, der Junge mit dem Bart, warum ist er nicht hier? Hat einen Benjamin Button hingelegt. Inzwischen ist er ungefähr 4 Monate alt. Okay. Marvin the Martian wird wahrscheinlich das Fernsehen abschaffen. Sollte das nicht ins Fernsehen schaffen heißen? Nein, erinnerst du dich nicht an das Feuer? Oh ja, stimmt. Francis McQueen. Ist das er? Die Frisur passt. Wird wahrscheinlich bei unserem Klassentreffen das Jahrbuch lesen. Oh. Wird wahrscheinlich aus einer finsteren Paralleldimension gerettet werden müssen. Haha, guter Witz. Patrick Doody, ja gut. Wird wahrscheinlich bereuen, zum Klassentreffen zu kommen. Bender Hammerson wird wahrscheinlich in den Punsch gepinkelt haben. Das wurde heute geschrieben mit Unterschrift von Bender. Birk. Er wird sich wahrscheinlich der Darkseid zuwenden. Wir sollten vielleicht nach ihr suchen und sicher gehen, dass sie nicht irgendwo jemanden stürzt. Wird wahrscheinlich eine lebhafte Fantasie entwickeln. Ah ja. Baby Hayes? Wusste nicht, dass die Katze einen Namen hatte. Oder dass sie zu den Schülern gehörte. Rudi? Wird wahrscheinlich das Herz seines Papas stehlen. Oh, wie goldig. Nein, es geht noch weiter. Und es ist im Garten vergraben. Trotzdem irgendwie goldig. Wird wahrscheinlich zum Suppenkönig von Twin Lakes. Oh, wir waren so nah dran. Jonathan Bergman. Lake Kubilus. Ich war nie auf dieser Schule. Hört auf, mich zu fotografieren. Mr. Mountain Berlin. Wird wahrscheinlich bei einer Beschwörung ums Leben kommen. Hey, ich erinnere mich an den Fall. Dennis Williams. Oh je, Dennis war schon als Kind besessen von der Erwachsenenindustrie. Whitney Bartschman auf ihr Gehörnten. Jules Bagnuolo wird wahrscheinlich für das Zertrümmern von Kürbissen verhaftet. Wird wahrscheinlich
einen Fisch in die Kaffeemaschine stecken. Ruf Newman. Makaina Williams. Ich werde diese Pyramide landen. Auch wenn es euch alle umbringt, das Ende des Universums bedeutet. Ophelia wird wahrscheinlich alles dafür tun, Kingsley zu heiraten. Alles. Dann stell dich mal schön hinten an. Dudi. Was denn? Seine Haare sind so schön fluffig. Okay. Wird wahrscheinlich einen Fernsehroman schreiben. Chichinjir. Marshall Pearson. Okay. Es wurde später reingekritzelt. Wird wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch sein, wie er ist und ich ja schon immer war. Er hat immer gedacht, das würde man über mich schreiben. Jamie Patel. Wird wahrscheinlich ein Unterwasser-Utop. Dies Jahr nichts zu Ende. Okay. Wir gucken einfach weiter, oder? Noah Thompson. Wir sind mit einer Menge Tieren zur Schule gegangen. Die Schule musste irgendwie die Klassen füllen, um Fördermittel zu erhalten. Ah ja. Candace Canmans. Ich komme wieder und hole mir diese Krone. Merkt euch meine Worte, merkt sie euch. Yolanda Chuncote. Mit höherer Auflösung wäre ich hübscher. Tja. Sandra Würmeier. Wird wahrscheinlich immer unentschlossen sein, vielleicht auch nicht. Mario Morgan Ardito. Hilfe, sie haben mich fotografiert und jetzt bin ich hier drin gefangen. Ist das ein Witz oder ein neuer Fall? Das ist inzwischen schwer zu sagen. Alex Leibowitz. Ich hätte eine wunderschöne Stimme, wenn die Entwickler nicht so geizig wären. Tja. Jetzt müssen die alle mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Es ist traurig. Ich hoffe, die ist auch in Ordnung. 01011010011111. Okay. Oh, ich habe es so Robo Janosch. Janosch Derleck. Pia Piontkowitz. Ich kann ja einfach reinschreiben, was ich will, oder? Okay, Victoria Spooch. Geh mir bloß weg mit der verdammten Kamera, sonst so verträumt. Purity Sin. Im Nachhinein hätten wir wissen müssen, dass dieses Kind anders war. Ich dachte immer, das wäre eine Austauschschülerin. Von wo? Von woanders? Neil O'Reilly. Meine Mutter sagt immer, ich hätte ein pixeltaugliches Gesicht. Aha. Anders Jobs. Wenn ich groß bin, verklage ich euch alle dafür, dass ihr mich geärgert habt. Ah, ein Deutscher sogar. Ah, ja. Genug Tagebuch gelesen. Zur Treppe. Nein, Fotos nur für Absolventen. Aber wir sind Absolventen. Wer es glaubt, wird sehen. Ich komme nicht rein. Wir sollten auf dem Dach nachsehen, was bei BMW verursacht. Okay. Was auch immer gerade geschieht, es bekommt von mir einen Daumen nach unten. Ist das der, den du und Nelson mit Feuer nachgefüllt haben? Wie auch immer ihr das geschafft habt. Detective, wir haben sie alle mit Feuer gefüllt. Es ist nur eine meiner guten Taten, durch die ich letztendlich zum Alpha-Blutwolf wurde. Der Werkraum. Wir sollten auf dem Dach nachsehen, was da. Okay, ja. Für ein Erzbeben passiert es zu häufig.
Im Kunstraum können wir nicht rein. Git, dem Geruch nachzuurteilen, wurde sie seit Jahren nicht mehr gelehrt. Hey, in diesem Mülltonne ist damals mein Burrito gelandet. Ich habe ihn in all den Jahren nie vergessen. Komm her, du Kleid. War es ja nicht. Wenn du dich verlaufen hast, behalte es für dich. Okay, gehen wir mal hinauf. Das ist normal, oder? Ein ganz normales Ereignis. Ja, genau, ganz normal. Wusstest du, dass der erste Feuerlöscher mit Petroleum gefüllt war? Das Prinzip war dasselbe wie bei lärmenden Kindern. Einfach bis zur Erschöpfung austoben lassen. Weißt du noch, als aus diesen Dingern Schokoladenwasser kam? Dieser rostige, erdige Schokoladengeschmack. Bah. Ah, was ist denn hier los? Okay, Kamera rum. Okay, wir sind aufs Dach. Kannst du sehen, woher das Poltern kommt? Nein, ich sehe nichts. Ah, okay. Ein alter Bekannter. Ich habe mir schon gedacht, von wann der mal eigentlich auftaucht. Wir haben die ganze Zeit im Vorschaubild gesehen. Auf Steam. Vielleicht von diesem Ding. Wir ziehen mal den Hebel. Der Hebel für die Sprinkleranlage. Er hat 3 Stufen. Aus, konzentrierter Strahl und Sprühen. Was soll ich mit dieser Information anfangen, Detective? Ich weiß nicht. Was ist das? Von hier aus kann man dein Apartment sehen. Vielleicht hat er es auch schon entdeckt. Der Wasserturm der Kinder mit dem möglicherweise verfluchten Regenwasser von Twin Lakes versorgt. Was uns nicht umbringt, macht uns größer. Ich glaube, das Sprichwort geht: Zähl bin ich ein Pixel größer als du. Okay, wir haben hier ein riesiges Monster. Wir können nicht hier weg, bevor wir wissen, was los ist. Okay, wir finden mal raus, was los ist. Moment mal, ich glaube, ich kenne ihn. Was? Du kennst ihn? Lustige Geschichte. Rückblende. Hey Kumpel, alles okay? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich ein bisschen verirrt. Das kann jeder mal passieren. Warum kommst du nicht mit mir? Vielleicht finden wir ein neues Zuhause für dich. Okay. Mach dich locker, Patrick. Dieser Bass scheint ein richtiger Hornochse zu sein. Dir wird es hier gefallen. Es ist wie bei dir zu Hause. Nur besser, weniger Genürgel und so. Zum Glück sind wir uns einig, dass du nicht mehr dorthin zurück musst. Das ist er. Habt ihr schon etwas bestellt? Ha, wo bleiben meine Manieren? Hört mal alle her. Das ist mein Haustier, Patrick. Wir werden die besten Freunde sein. Ich habe schon einen besten Freund. Meine Güte, er spricht. Es spricht. Du hast gar nicht gesagt, dass es spricht. Es widerspricht ihr. Haha, Patrick, hilf mir. Warum hast du diesem ungeschickten Trottel geholfen? Ich bin Polizist, das heißt 5% meiner Arbeit steht daraus, anderen zu helfen. Langweilig. Komm, wir machen ein bisschen von diesem Krafttraining, mit dem du mir ständig in den Ohren liegst. Alles in Ordnung, Geoff. Ich habe aus der schreienden Lehre namens Toilette gehört, wie die Gewichtsstange aus dem Boden auf den Boden gefallen ist. Es geht ihm gut. Sag mal, ist das eine Polizeiuniform? Ja, das ist ein Tanzkostüm zum Tanzen. Es ist wohl wahr. Warum fragen Sie?
Wollen Sie einen Tänzer für eine Veranstaltung buchen? Nein, ich muss nach Hause, Patrick. Ich habe mir sämtliche Muskeln gezerrt. Jeder einzelne. Kannst du mich massieren? Oh, schon wieder hier. Komm schon, Patrick. Schließ mit der Sache ab. Dein Freund hat es sicher schon getan. Es ist ein Jahr her. Er hat wahrscheinlich nicht mal nach dir gesucht. Wenn er so ein guter Detektiv ist, wie du behauptest, hätte er dich schon längst gefunden. Vielleicht. Du sollst langsam einsehen, dass das hier jetzt dein Leben ist. Vielleicht hast du Okay. Hallo? Duli? Detektiv, bist du das? Ja, Duli, ich bin's. Kurz danach wurde ich zurückteleportiert. Ah, okay, und das Cthulhu-Monster hat sich das natürlich übel genommen. Und wir ihn jetzt zurückhaben. Ah, ja. Kurz danach wurde ich zurückteleportiert. Vielleicht ist Geoff gekommen, um sich von mir zu verabschieden. Oder vielleicht habe ich etwas vergessen. Tja, so viel dazu. Zurück zur PARTY. Die Sache ist doch noch nicht vorbei, Duni. Das Ding ist hier aufgetaucht und wird die ganze Stadt auseinandernehmen, um dich zu finden. Gut, dass wir nicht in der Stadt sind. Stimmt, das sind wir nicht. Und wenn wir das Ding hier rauslocken, wird es das auch nicht sein. Ja, aber dann wird es näher. Oh nein. Wir müssen irgendwie mit dieser Kreatur Kontakt aufnehmen. Und wir ihr zeigen können, dass du hier bist, lässt sie die Stadt in Ruhe. Und dann? Einen Schritt nach dem anderen, ja? Wir müssen eine Möglichkeit finden, dieses Ding von der Stadt wegzulocken. Okay. Lassen wir sie herunter. Vielleicht können wir die Anzeigetafel und Lautsprecher vom Schrottplatz, vom Sportplatz. Naja, der Unterschied ist minimal. Verwenden, um ihn herzulocken. Wir sollten uns mal den Kontrollraum ansehen. Okay. Eine der Kameras, die das Spiel auf die Anzeigetafel übertragen. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder dieses primitive Minispiel spielen, bei dem wir irgendwas eingeben müssen. Psst, die Entwickler können dich hören. Ihr habt genau das Minispiel, werden wir spielen. Jetzt hoch. Auf dem Sportplatz der Blutwürfe müssen wir so mit einem Nerver. Aha, zur Schule, zu Sportgebäuden. Aha. Dann haben wir ja. In der Kamera das Spiel aufnehmen und auf die Anzeigetafel übertragen. Im Umkleideraum. Scheint vor langer Zeit hier aufgemalt worden zu sein. Das erklärt, warum sie immer noch mit der gleichen Taktik wie zu meiner Zeit spielen. Und steht hier eine Tasche voller Genitalschützer. Irgendetwas Nützliches in der Mülltonne? Nur Müllsäcke. Nehmen wir sie mit. Warum nicht? Kann man ja gebrauchen. Schließfächer der Sportkanone. Okay. Tür ist abgeschlossen. Ich muss einen anderen Eingang finden. Aha. Sieh an. Wen haben wir denn da? Den großen Versager der Schule und sein trotteliges Haustier. Hey, ich glaube nicht an Haustiere. Das ganze Konzept ist absurd. So Menschen Tiere besitzen würden. Hast du das jemals gesehen? Es ist wie mit
Gremlins oder dem Weihnachtsmann. Ich habe ein Haustier, du hast sogar gesehen. Gremlins hast du übrigens auch gesehen. Und den Weihnachtsmann McGink hat ihm eine Parkgrille verpasst, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich, wie ich im Stile eines Superpolizisten für Recht und Ordnung gesorgt habe. Und das an Heiligabend. Er arbeitet schon an Heiligabend. Ich für die Sicherheit von Twin Lakes. Ja. Ich dachte, du wärst zu cool, um hierher zurückzukommen. Soll ich mir etwa entgehen lassen, wie andere davon schwärmen und wie cool ich nach wie vor bin und wie weit ich es im Leben gebracht habe? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, McQueen. Dass ich nicht darauf angewiesen bin, von anderen bewundert zu werden? Nein, du Nulpe. Ich bin erfolgreich und cool. Du nicht. Ich wette, du bist mit dem Schulbus hergefahren. Ich habe es aus Nostalgie getan. Ha. Eine Geheimtür. Was ist das? Sieht aus wie eine Tür, Detektiv. Ich weiß, sowas, das nicht ge... War das nicht ge... Du hast gefragt, was das ist. Das ist eine Tür. Ich weiß nur nicht, ich wollte aber nicht wissen. Eine Geheimtür, ohne Griff. Sehe ich. Durch das Schlüsselloch kann man sehen, dass sie wohl zum Kontrollraum führt. Ich weiß wirklich nicht, wie du ohne mich zurechtkommen würdest, Detektiv. Danke, Kumpel. Jetzt seid wieder Detektiv. Außer wenn es unangebracht ist. Wo bekomme ich einen Türgriff? Als wir damals dieses M.C.Escher-Stück aufgeführt haben, hatten wir jede Menge alte Türen. Ob die wohl nach hinten noch hinter der Bühne in Sporthalle sind? Bestimmt. Dann mal hin dort. Gegründet im Jahr 1901, um Kinder von Straßenbanden fernzuhalten. Doofe Schule. Ich würde immer lieber in einer Straßenbande sein. Twin Lakes High. So schlecht diese Schule auch war, sie war immer noch besser als Twin Lakes Low. Ah ja. Ah, der Rektor. Schön, euch wieder zu sehen, Jungs. Jeremy, Scooney und Freddy O'Quinn, stimmt's? Sie erinnern sich an uns. Was? Nein, wir sind Francis McQueen, Patrick Dooney. Oh, richtig. Ach, die ganze Schüler und Gesichter kann man sich doch nicht merken. Was treibt ihr denn inzwischen so? Wir sind Polizisten. Wirklich? Ihr kennt die Regel, oder? Ihr dürft keinen ehemaligen Rektor anklagen oder gegen ihn aussagen. Merkt's euch, Jungs. So eine Regel gibt es nicht. Ich bin Rektor, ich sollte das ja wohl besser wissen. Wir sollten lieber auf ihn hören, Detektiv. Aber er lügt. Redet nicht über mich, als ob ich nicht da wäre. Das ist äußerst unhöflich. Hat man euch das hier nicht beigebracht? Antworten lieber nicht. Okay. Maskottchenstatue. Die Statue des Schulmaskottchens, der gehörnte Gott. Möge er für uns alle rühren. Möge sich uns alle rühren. Ja. Ach, die alten Schultrophäen. Verwirrendste Darbietung, unnötigste Brutalität und meiste Flüche in einem Spiel. Das waren noch Zeiten. Futzen alten Jahrgängen. Oh, da sind wir, die Abschlussklasse von 19 und. Professoren Zeitschleife ist auf allen Fotos zu sehen. Es scheint kein bisschen gealtert zu sein. Müsst etwa sagen, ich sehe alt aus. Ich bin in meiner Blütezeit. Lass ich ihn. Egal, was der Rektor gesagt hat, für mich ist und bleibt das ein Budget. Gut, dann werden wir wieder hier.
Sabine, wollten wir gehen. Der Inhuman Language. Jolanda, ich sterbe vor Hunger. Ich könnte ein Langschwein schlachten. Nersen, es ist so komisch, wieder hier zu sein. Mir hat sich so vieles verändert in den letzten Jahren. Ich frage mich, wie das Leben heute wäre, wenn Dinge damals anders gelaufen wären. Wer hat dir deine Zukunft gestohlen? Was ist damals eigentlich genau passiert? Wer hat die heilige Wahlurne gestohlen? Da konnte kein Opfer bestimmt werden. Ah ja. Baby, deine Augen. Solche schöne Augen. Ich könnte eine Ewigkeit hineinstarren. Wirklich habe ich das schon. Ich bin seit 1000 Jahren in den Augen verloren. Deine Augen sind ein Labyrinth. Ich finde nicht heraus. Bitte hilf mir. Abgehackte, wahnsinnige Schreie. Am besten gefällt mir das, ihr Song. Wie viele Glieder sind noch sind zufrieden? Ah ja. Sehr schöner Song. Okay, hinter der Bühne sollten wir nachgucken. Hey, wir spielen hier, haut ab. Das war's dann wohl. Mit diesem Fall, Detective. Die lassen uns nicht einfach auf die Bühne rumstromern. Stromern? Das habe ich letztes Mal von meiner Oma gehört. Stromern. Da kommen wir nicht rein. Tja. Unter dem Bild steht, ich beobachte dich. Aha, Hunter. Hier ist Bankmanager im Internet. Ich brauche unbedingt schnellere Upload-Geschwindigkeit. Der Weg zur Arbeit ist jeden Morgen ein einziges Ärgernis. Oh mein Gott, Detective. Das ist Victoria, das ist verrückt. Und coolste Mädchen in der Schule. Was? Willst du nicht aufgeregt sein? Was ich beruflich mache? Okay. Mich umblättert. Die Darkseid? Die was? Ne, ich bin Auftragsmörderin. Warum sollte man das auch wollen? Ich habe die ganze Schule sehr lange versucht, nicht durch den zu gehen müssen. Okay. Ich habe mich immer gefragt, wie es hier drinnen aussieht. Du warst noch nie hier? Nein, der Zutritt war für uns verboten. Moment mal, warst du etwa hier? Ja, ich durfte mit reinkommen, als ich einer Lehrerin den Hof gemacht habe. Was? Du hast einer Lehrerin den Hof gemacht? Was hast du dir nun dabei gedacht? Wem sagst du das? Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Ich dachte, ich sollte in ihrem Hof und ganz glücklich ein paar Pflastersteine verlegen. Sie hat sie versehentlich hierher liefern lassen. Ich musste sie erst alle zu ihr nach Hause schleppen. Gut. Da würde ich gerade mal sagen, legen wir gerade mal eine Stream-Pause ein. Danach geht's weiter. Danach lösen wir diesen Fall zu Ende. Bis gleich. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Pause.
So, dann schauen wir uns mal in der Schule um. Der Sicherungskasten der Schule. Ich spüre einen Anflug von Macht, wenn ich ihn mir so einen ansehe. Dabei weiß doch jeder, dass hier alle Macht beim Rektor liegt. Aha. Die Abdeckung ist entfernt, geradezu eine Einladung für Streicher. Es ist faszinierend zu sehen, was auf der anderen Seite weggeworfen wird. Für uns beide ist das ein Joghurtbecher. Aber aus der Sicht der akademischen Elite, tja, wahrscheinlich ist und bleibt das ein Joghurtbecher. Es war ein schlechtes Beispiel. Wir sind ja im Lehrerzimmer. Interessant. Ja, Lehrerzimmer. Es ist uninteressant. Lehrerzimmer sind so. Als Schüler, wo man nicht rein darf, das ist kein Raum. Lehrerzimmer sind so unspannend. Da drin sind Sandwiches, Suppen, Kuchen, Joghurt, Milch und vieles mehr. Gott sei Dank, ich bin am Verhungern. Greifen wir zu. Tut mir leid, Kumpel. Die Sachen sind alle durch das Gesetz des Etiketts geschützt. Stimmt, steht ein Name auf dem Zettel, kannst du es vergessen. Nicht einmal ich würde gegen den ersten Verfassungszusatz verstoßen. Oh, warte mal, auf der Milch steht kein Name. Nehmen wir sie mit. Wenn keiner Anspruch darauf erhoben hat, gilt das Gesetz des Wilden Westens. Milch. Alles andere im Kühlschrank ist mit Namen versehen. Lassen wir lieber die Finger davon. Okay, wir haben eine Milch. Diese Schüsseln sehen nicht benutzt, geschweige denn gewaschen aus. Nun sollte man auch Schüsseln waschen, wenn die Lehrer ihre Suppe offensichtlich aus dem Waschbecken trinken. Man kann oben die kleine Suppenlinie erkennen. Siehst du? Oh. Mikrowelle sieht genauso aus wie die in unserem Personalraum. Sie hat die gleichen beiden Einstellungsmöglichkeiten. Noch kalt und glüht heiß. Ach ja, man kennt's. Sachen in der Mikrowelle aufwärmen. Es ist. Ja, zwei Einstellungsmöglichkeiten. Noch kalt und glüht heiß. Nichts anderes geht mal mit der Mikrowelle. Tja, leider war. Freche Kinder bitte nicht freilassen. Ein paar in Vergessenheit geratene Behälter. Mit der Aufschrift Träume und Hoffnungen und Ideale. Karls Aale, weg, Hände weg. Das scheint eine interne Mitteilung zu sein. Tina, hör auf dem Sportplatz zu parken. Such Vertretung für den nächsten Dienstag wegen Teilnahme an einer Weltuntergangszeremonie. Möchte meine Klasse nicht vollständig aufgeben, falls es doch anders kommt als erwartet. Beinwechsel nächsten Freitag. Wie ruhen sie sich aus? Kein Wunder, dass sie immer so wütend sind. Ja, im Lehrerzimmer. Schlechteres Büro. Das schlimmste Büro, was es jeweils gibt. Zum Bemitleiden. Mit denen haben wir, glaube ich, schon geredet. Lehrerzimmer, Rektorenzimmer. Beeindruckend, dass in der unaussprechlichen Anzahl an Jahren, seit wir hier waren, nichts neu gestrichen wurde. Ja. Komm nicht ins Rektorenzimmer. Sollte man das auch wollen? Ja, stimmt, aber man kommt nie ins Rektorenzimmer. Es ist immer abgeschlossen. Sein Rektor ist drin. Okay, in den Werkraum können wir jetzt rein. Oha. Abgeschlossene Werkzeugkasten. Er ist abgeschlossen, ach du Schande. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Zu unserer Zeit konnte man sich hier einfach bedienen. Ich glaube nicht, dass das so war. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Selbstbedienung angesagt war. Sonnenbrillen sind cool. Wie recht du hast, Poster. ja. Zu cool für die Schule. Eigenschaft freigeschaltet. Definitiv. Wenn wir eine Sprachausgabe hätten, könnten wir uns jetzt solche piepsigen Stimmen verpassen. Das ist das falsche Gas dafür. Bist du einfach nur der falsche Mann dafür? Es ist leer. Bedeutet das nicht, dass es einfach nur ein Kasten ist? Weiß er, dass er seinen Zweck nicht erfüllt? Stört ihn sein Mangel an Werkzeug? Oder wurde ihm seine Identität als Werkzeugkasten nur von Menschen aufgezwungen? Vielleicht würde er viel lieber seine eigenen Träume verwirklichen, mit Blumen gefüllt zu sein und damit Spielzeug oder einfach nur leer in der Abendsonne zu liegen. Wir werden es wohl nie erfahren. Wie dem auch sei, zurück an die Arbeit. Eine Schere zum Schneiden von Drähten. Ich wette, man könnte damit auch andere Dinge schneiden. Okay, bisher haben wir Müllsäcke, Milch und eine Drahtschere. Das ist optimal, läuft's. Hier hat Mr. Zenobite die kostenlosen Zahnbehandlungen durchgeführt. Ei. In dieser Schule gab es keine kostenlose. Oh nein. Ein leerer Werkzeugschrank. Ja. Diese Rahmen könnte man prima für Klimmzüge benutzen. Ist der dafür nicht ein bisschen hoch? Ich habe ziemlich lange Armmuskeln. Ein unvollendetes Projekt. Sieht aus wie eine Tauchglocke. Du meinst ein U-Boot? Psst, ein U-Boot hatten wir doch schon. Das hier ist anders. Glaubst du, sie wollten damit Mickey Kings Tauchrekord knacken? Ich bin weiterhin misstrauisch, was seinen Tauchrekord angeht. Ja. Da ist auch abgesperrt. Abgeschlossen. Können wir vielleicht irgendwas damit mache ich mich bestenfalls zum Klassenclown. Also nicht. Tja. Und Schließfächer aufklappen. Dafür gibt es keine guten Noten. Ja. Okay, da sind wir wieder hier. Den wollen wir mit Mr. Float. Was ist da bloß los? Oh, ich bin. Okay, das hatten wir schon. Wollen wir hier noch irgendwas machen hinter die Bühne? Oder auch nicht. Tja. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie die Sicherung durchschneiden. Das kommt vielleicht mit der Schere. Wo ging es nochmal zum Lehrerzimmer? Wir drehen der Bühne den Strom ab, dann wird der Band nichts anderes übrig bleiben, als von dort zu verschwinden.
Können wir auf die Bühne und da was auch immer machen. Sie hatten wirklich schon bessere Auftritte, der Detective. Aber müssen wir sie deswegen gleich von der Bühne vertreiben? Rudy, wir müssen hinter die Bühne. Das können wir nicht so lange sie spielen. Ja, rede das dir nur ein, Detective. Oh, wir können ins Labor. Sind das dieselben Gleichungen, die überall in der Stadt an den Wänden gekritzelt sind? Man sollte meinen, dass jemand sie inzwischen gelöst hat. Das ist das Problem mit der Wissenschaft, Detective. Es ist eben keine exakte Wissenschaft. Hier sind jede Menge gefährlich aussehender Chemikalien. Wir sollten sie austrinken, um andere vor ihnen zu schützen. Und wir könnten sie einfach mitnehmen. Pft. Okay. Jetzt sieht er sicherer aus, aber auch langweiliger. Und Zitronen und Orangen und deinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, habe ich irgendwas falsch verstanden. Was war das? Ein verschlossener Schrank. Wahrscheinlich voller Bunsenbrenner, Reagenzgläser und Pipetten. Okay, die Schere haben wir schon verloren. Die Elemente sortiert nach Ordnungszahl, Aggregatzustand und Intensität der Kämpfe. Okay. Was für ein perfekt geformtes Pult. Das Monster scheint es auf die Stadt abgesehen zu haben. Wir müssen es schnellstens hierher locken. Ah ja. Haha, ich wusste doch, dass die Flasche mit dem selbstgebauten Fuse immer noch in meinem Schließfach steht. Volltreffer. Ah ja. Okay, da sind sie. Das ist die Band runter. Ein Glück, dass der Schmeiß endlich vorbei ist. Schmeiß? Ja, ich will mir das Fluchen abgewöhnen. Oh, weil du jetzt Vater bist? Nein, ich habe unseren Hund aus Versehen in einen Frosch verwandelt. Jetzt knabbert er nicht mehr alle möglichen Dinge an. Also will ich nicht riskieren, es rückgängig zu machen. Gut, dass wir aufgehört haben. Ich komme langsam in ein Alter, wo man manche Songs einfach nicht mehr singen sollte. Okay. Meine Arme tun weh. Wir haben doch nur 3 Songs gespielt. Mann, ich bin 46. Für mehr als 3 Songs habe ich keine Energie mehr. Flitzen wir schneller auf die Bühne, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Es ist, als würde man in uns hinter den Vorhang blicken, aus dass dieser Vorhang kaputt ist und sich nicht öffnen lässt. Diese Seile, mit denen man den Vorhang öffnen könnte, wenn er nicht, wie bereits erwähnt, kaputt wäre. Aha. Glaubst du, ich darf hier ein bisschen trommeln? Ich wusste gar nicht, dass du Schlagzeug spielen kannst. Wer sagt, dass ich Schlagzeug spielen kann? Wenn wir das mitnehmen, ersparen wir der Welt ein kleines bisschen deines Gesangs. Gute Idee. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir eine Band gründen könnten. Aber wie du meinst. Okay, wir haben ein Mikro. Das werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Eine Kiste mit Theaterrequisiten. Essensattrappen, weinende Masken, Kinder aus Knete, deren Augen einem überall hin folgen. Und lebensgroße Pferde. Lebendige Pferde, um genau zu sein. Oh, und Zugriffe. Die greifen wir uns, oder? Was? Zugriffe greifen, verstehst du? Nein. Ich heb's auf. Ah, verstehe. Aufgeben, weil man einen Zugriff, eine Tür aufmachen kann. Ganz schön clever, Detective. Auch einen Zugriff haben wir bekommen. Ein feierlicher Vorhang in den Farben, in der Farbe der Schule, Schimmelgrün. Aha, was sollten wir noch mal genau hier mitnehmen?
Klebeband. Ein Stapel verschiedener Klebebandrollen. Die können sich als nützlich erweisen. Zweifel, dass Klebeband irgendwas beweisen kann. Wie sollte es Beweise sammeln? Indem es sich daran festklebt, kontaminiert. Aha. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ein paar Requisitentüren, durch die Schauspieler die Szene betreten und verlassen. Sie haben Türangeln, obwohl sie nie an einem Rahmen befestigt wurden. Und ein Kind musste sie immer auf- und zumachen, um knarzige Geräusche zu erzeugen. Ja. Wir haben jetzt alles überhaupt, da kommen wir dann nochmal her. Und das machen wir mit dem Zeug. Mit Müllsäcken, Milch, Chemikalien, Mikrofon, Türgriff und Klebeband. Eine Bombe basteln oder was? Tja. Hier geht's raus. Hier geht's hin zum Sportplatz. Umkleideräume haben wir nichts vergessen. Tja. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Louis, du hast immer noch Musiker über deinen Fenstern hängen. Ja, aber damals war es, weil ich arm war. Jetzt mache ich es, weil ich bekannte Geheimnisse habe. Jalousie. Wir haben Jalousie, wofür haben wir eine Jalousie? Wozu? Okay, haben wir da schon noch irgendwas? Warum irgendwas, womit wir die Tür aufmachen können? Schlüssel oder so? Ich kann mal mit Marv reden. Okay, Marv, ganz ruhig. Ich sag einfach irgendwas Normales und beginne ein Gespräch. Du bist dir aber bewusst, dass du das gerade laut gesagt hast. Verdammt! Reiß dich zusammen, Marv. Kannst du vielleicht irgendwas gebrauchen? Eine Türklinke. Oh, das ist eine Türklinke. Vielleicht können wir damals mit der Türklinke da rein. Es fehlt eine Türklinke, dass wir da rein konnten. Hiermit sollten wir die Tür öffnen können. Yay! Wir sind im Kontrollraum. Sehr schön. Ja, wunderschön. Und was machen wir jetzt hier? Wir sollten auch die andere Tür öffnen, die in diesen Raum führt. Ja, wird sicher nützlich sein, je nach Belieben ein- und ausgehen zu können, was auch immer wir hier vorhaben. Von hier aus könnte man einen guten Plan installieren. Und was für einen? Man könnte diesen ganzen audiovisuellen Kram dazu verwenden. Auf jeden Fall, man sollte alles davon verwenden. Weißt du, wie dieses Zeug funktioniert? Ich weiß nicht einmal, wie man es nennt. Vielleicht sollten wir einen Experten suchen. Ah, okay. Und wie der Name schon sagt, hier kann man ein Audiokabel anschließen. Weißt du noch, als die Anzeigen kaputt waren und unser Trainer einfach ein Null darauf geklebt hat? Das war immer noch besser als unsere sonstigen Punktzahlen. Auf diesem Bildschirm wird gezeigt, was auf der Anzeigetafel erscheint. Was für eine Aussicht. Wir kriegen das schon irgendwie raus. Wir müssen nur ein paar Dinge finden. Wir machen ein Mikrofon draußen beim Werferhügel.
Auch an ein Kabel, das die vom Mikrofon zu diesem Puls hier laufen. Dann musste ich mit dem Kabel oben aus dem Videoraum mein Schwein fesseln, das in der Schule ausgebüxt war. Warum ist in der Schule ein Schwein ausgebüxt? Naja, wir haben ein Maskottchen gestohlen, ehrlich gesagt. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Wir brauchen ein Team, das die Kameras und dieses Pult bedient. Wo sollten wir Leute finden, die so einen Kram auskennen? Den Mikro haben wir schon. Können wir das Kabel mitnehmen? Gut, wir können da wieder rein. Ich habe eine Idee, wen wir dafür rekrutieren können. Wer denn wohl? Marv, du bist doch Kameramann. Ich könnte nämlich etwas Hilfe gebrauchen. Soll ich etwa die Kamera bedienen, damit dein Freund hier auf die Anzeigetafel projizieren kannst, um ein riesiges Monster von der Stadt wegzulocken? Woher weißt du das? Du hast einfach diesen Blick, du weißt schon. Ich muss ein Monster von der Stadt weglocken, einen Blick. Sehe ich sofort. Wir treffen uns, okay. Welche überblättert. Wer war noch in der Film AG? Wiederum. Ah, jetzt können wir hier rein. Kabelskarung. Verschiedene Kabel für Camcorder und Mikrofone. Teilweise sogar mit SCART-Anschluss. Modernste Spitzentechnik. SCART-Anschluss? Glaubst du, dass sich die Leser noch an SCART-Anschlüsse erinnern? Oder an Camcorder? Beides, aber. Es ist uff. In einem Land vor unserer Zeit. Heutzutage wurde ja alles von USB abgelöst. USB kann alles. Eins davon könnten wir gebrauchen. Audiokabel. Bildvergrößerer. Vergrößerer zum Ansehen von Negativfilmen. Kann man damit auch andere Bilder vergrößern, zum Beispiel aus einem Dollarschein, einen 100-Dollarschein machen? Wahrscheinlich nicht. Eine Plastikschale ungefähr so groß wie eine Packung Cornflakes. Ich habe nicht zugehört, aber hast du was von einer Packung Cornflakes gesagt? Ja, das Radio. Ich frage mich, auf welches Jahrzehnt es eingestellt ist. Dieses Ding habe ich geliebt. Die perfekte Agentenausrüstung. Genau solche Kassetten wurden Nixon zum Verhängnis. Wem? Ich erinnere mich an keinen Mitschüler namens Nixon, aber ich erinnere mich auch nicht daran, dass es keinen Nixon gab. Mathematisch gesehen muss es also einen gegeben haben. Ach du nie. Eine tief hängende nackte Glühbirne. Es ist 21 Uhr. Woher willst du das wissen? Es könnte auch 9 Uhr morgens sein. Das Ding knabbert am Geisterhaus herum. Hoffentlich sind Raxa und Basam in Sicherheit. Das sind Marv, Fern und... Das gibt's doch nicht. McKing war in der Film-AG. Das gibt's wirklich nicht. Ja, McKing, unser Erzfeind. Der gute alte Dudi hat keine Feinde. Wer auch immer dieser McKing sein soll, das ist deine Sache. Ah, Fern müssen wir reden und mit King. Na, sehr toll. Das wird schwer. Nicht denken, einfach kaufen. Was ist das denn für ein Slogan? Das wüsste ich auch gern. Wo ist die nächste Filiale? Stapelte Fernseher. Wer braucht so viele alte Fernseher? Okay, wollen wir mal. Fern, lange nicht gesehen. Hey Francis, oder muss ich jetzt Detective sagen? Nein, mein Vornamen durfte ich netterweise behalten. Da bin ich erleichtert. Feierst du nicht mit den anderen? Vielleicht später, ich sehe mir das alte Kunstzimmer an. Schon verrückt, dass ich hier den größten Teil meiner Schulzeit verbracht habe. Was treibst du inzwischen so? Ich bin ein Animator. Meine Arbeit führt mich manchmal an verrückte Orte.
Momentan bin ich ironischerweise in diesem Indie-Spiel gefangen, in dem es kaum Animationen gibt. Psst! Ich wusste gar nicht, dass du mit McGinn in der Firma AG warst. Oh, erinnere mich nicht daran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass AG für Außenseitergemeinschaft stand. Das klingt sehr unschön. Also, die Stadt wird von einem riesigen Monster angegriffen. Oh Mann, deshalb bin ich aus Tokio zurückgekommen. Das waren mir ja einfach zu viele Tage im Rum-Bunker-Office. Das ist nicht die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Ich brauche deine Hilfe, um das Monster von der Stadt wegzulocken. Locken? Klingt, als würdest du es näher in unsere Richtung bringen wollen. Hierher, wo wir sind. Wo ich bin, wo mein Gesicht ist. Das ist leider der Plan. Bist du dabei? Meinetwegen. Dieses Klassentreffen ist sowieso öde. Cool, dann treffen wir uns auf dem Sportplatz. Bis dann. Ich muss Mike King um Hilfe bitten. Erstmal ins Kunstzimmer. Eine Gliederpuppe. Halt die Glieder steif, Kleiner. Schwarze Markierstifte mit verschiedenen farbigen Decken und der Aufschrift, die Farbe liegt in der Fantasie. Ah ja, Korrekturflüssigkeit. Ein kleiner Behälter Korrekturflüssigkeit mit einem winzigen weißen Pinsel. Die könnte nützlich sein, um die Tippfehler in unseren Texten zu korrigieren. In der ersten Staffel gab es jede Menge davon. Korrekturflüssigkeit. Sind das die Pinsel unseres alten Kunstlehrers? So kann man auch Geld sparen. Eine Tube mit roter Farbe. Wenn ich sie früher gehabt hätte, hätte ich mir diesen Tag im Kalender rot angestrichen. Nehmen wir alles mit. Ich bin mir nicht sicher, was das darstellen soll. Daran erkennt man ein wahres Kunstwerk. Sieh diese Wangenknochen an. Können Skelette auf dem Modell sitzen? Sicher. Welche Pose das auch immer werden sollte. Der Maler hat sie in den Sand gesetzt. Was sind das für runde Dinge auf dem Schädel? Ist dieser Kerl immer noch auf freiem Fuß? Papier. Ja. Okay, wir haben Papier mitgenommen. Da sind lauter Bilder drin, die es nicht an die Wand geschafft haben. Eine verkappte Mülltonne also. Der Titel lautet Farben in einer Schüssel. Mann in Unterhose. Vor Mann in Unterhose fliehender Mann. Ah ja. Na dann mal raus hier. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch McKing. Hör zu, McKing. Du bist der Allerletzte, den ich um Hilfe bitten will. Da liegt dir wohl nicht besonders viel an. Gute Hilfe. Du bist ein Idiot, wollte ich damit sagen. Nicht schlecht, also es gibt ein Problem. Ein ganzes Ding wütet in der Stadt. Und ich brauche Hilfe, um das Herz zu locken. Deine Hilfe. Ein ganzes Ding, bist du vielleicht derjenige, der unter der Tribüne irgendwelche Kräuter raucht, die er zu Hause in der Küche gefunden hat? Also gut, mir ist sowieso langweilig. Was für Hilfe? Ich brauche deine technischen Fähigkeiten. Ich höre, du musst die Kameras und den Ton im Stadion steuern. Wir veranstalten eine kleine Show. Ich mag dich nicht, McQueen, aber ich habe einen Eid geschworen. Ja, den Diensteid haben wir alle geschworen. Was? Diesen Quatsch meine ich nicht. Welcher Polizist schert sich denn schon darum? Ich habe einen Eid geschworen, kein Kabel ausgestreckt, kein Ereignis ungefilmt und keine Bitte um Einstellen des Videorekorders unbeantwortet zu lassen. Wir sehen uns im Kontrollraum, ihr Pfeifen. Der Diensteid
Ha, Spaßvogel. Das ist alles, auf zum Kontrollraum. Okay, was machen wir nun? Das weckt Erinnerungen. Wie bist du vom Filmfan zum Detective geworden? Eigentlich wollte ich einen Polizisten im Fernsehen spielen. Also habe ich weniger Arbeit. Leider war. Okay, wir müssen das Mikro. Ich soll das Mikrofon platzieren, bevor ich die Verbindung herstelle. Stellen wir das hier auf. Ich hoffe, das Kabel ist lang genug. Verlegen wir das Kabel zum Kontrollraum. Okay. Ist angeschlossen. Was nun? Bist du bereit? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe seit der Schulzeit für diesen Tag geübt. Genau für diesen Tag mit Monster und allen drum und dran. Bist du merkenswert? Ich glaube, das war eine Aussage. Bereit. Ich bin bereit, nach Hause zu gehen, was du das meinst. Ich hoffe, das funktioniert. Ich auch. Es wäre ziemlich peinlich für den Sänger, wenn sein Ersatzmikrofon nicht funktionieren würde. Ich meine den Plan. Und natürlich, ich auch. Also gut, gehen wir zum Kontrollraum und lassen die Vorstellung beginnen. Okay. Wir haben alles. Also los. Raus mit dir, Rudi. Oh Mann, falls ich nicht zurückkomme, sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Was? Rudi, du bist nicht verheiratet. Sie wird verstehen, wie es gemeint ist. Hey, ich bin's. Willst du nicht herkommen und mich begrüßen, mein teuflischer Freund? Es scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, das Monster kann uns nicht hören. Na, sehr toll. Es hat es nicht gehört. Wir müssen es irgendwie lauter bekommen. Noch lauter? Es ist schon alles im Anschlag. Was, wenn nicht? Aber so ist es. Ja, aber was, wenn nicht? Was phrasest du da? Im Moment steht die Lautstärke auf 10. Wenn wir sie auf 11 bringen könnten, wäre es lauter. Wie sollen wir das anstellen? Na wie wohl, wir schieben eine 11. Wir schreiben eine 11 neben die 10. Oh Mann, dieser Typ hat echt keine Ahnung, was er tut, oder? Was soll dieser Unsinn? Hast du einen besseren Plan? Rote Farbe? Lieber nicht, sonst sende ich mir noch einen Verweis ein. Und wir schreiben mal jetzt eine 10 neben die 11. Wir müssen das Signal verstärken. Indem wir eine 11 auf diesen kleinen Knopf hier schreiben. Das ist der Plan. Und wir schreiben eine 11 mit den Sachen, die wir haben. Wir haben jetzt Milch, Chemikalien, eine Jalousie, Korrekturflüssigkeit. Welche mit der Korrekturflüssigkeit? Ich male hier eine kleine Elf auf, die uns die volle Dröhnung wegging. Das ist so unglaublich dämlich. Duli, bereit? Na gut, Duli, leg los und vermeide bitte irgendwelche Urheberrechtsverletzungen. Ich werde es versuchen. Und geclaimed. Das werde ich jetzt ganz bestimmt nicht singen. Ich hoffe, die Melodie ist nicht immer richtig geschützt. Sing doch mit. Du machst nur Angst, du Verbrecher. Das macht keinen Sinn, das passt nicht zur Musik. Das passt echt nicht zum Rhythmus.
Auf Englisch passt es wahrscheinlich. Officer Patrick Dooley, dreh die Uhr zurück. Darkseid Division, TFD. Es funktioniert. Das Monster hat sich auf den Weg gemacht. Oh nein. Und jetzt? Wir sollten wohl aufs Dach. Das Monster ist unterwegs. Es sah vorhin schon groß aus, aber jetzt, da es näher kommt, bringe ich das ganze Ausmaß des Problems zu begreifen. Er hat im Vergleich zum letzten Jahr ordentlich zugelegt. Meine Trainingstipps scheinen geholfen zu haben. Worauf ich angesichts der Situation natürlich nicht stolz sein kann. Aber ich bin es trotzdem. Wenn du auf mich gehört hättest, wärst du jetzt auch so ein Muskelprosthetiker. Wenn wir ihm nur begegnet wären, bevor er so riesig geworden wäre. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen? Um meine ganzen Verdienste zunichte zu machen? Na gut, hören wir uns um, ob sich hier irgendjemand mit der Zeit auskennt. Tja, wer wohl? Ob wir hier wohl jemanden finden, der sich mit der Zeit auskennt? Der vielleicht eine Zeitmaschine hat? Sag mal, du siehst doch immer noch genauso jung aus wie zu unserer Schulzeit. Eine gesunde Lebensweise wirkt wahre Wunder. Jede Menge Ballaststoffe und Pflaumen. Und du hast doch ganz sicher keine Zeitmaschine, die du uns verheimlichst. Zeitmaschine? Lächerlich. Ja, ich habe eine Zeitmaschine erfunden und würde nichts lieber tun, als damit zu prahlen. Das jahrelange Schweigen hat mich wahnsinnig gemacht. Ich würde sie gern benutzen. Was? Nein, ich will prahlen, nicht teilen. Bitte, ein riesiges Monster will uns zerquetschen. Wir müssen es verjüngen, um es bezwingen zu können. Was für ein Unsinn. Mit solchen albernen Lügen bringst du mich nicht dazu, dir meine Maschine auszuleihen. Und wenn ich es dir beweisen könnte? Ha, nur zu beweisen es, dann reden wir weiter. Okay, wie machen wir jetzt einen Beweis davon? Ah, die Kamera. Da hängt der Zettel dran. Bitte ein paar Bilder entwickeln. Komm gleich wieder. Bitte nicht die Kamera annehmen. Nur um irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Jetzt gehört sie uns. Und dann müssen wir das Foto noch entwickeln. Weil es eine analoge Kamera ist. Natürlich, wäre auch zu leicht, wenn es eine digitale Kamera wäre. Bitte recht freundlich. Das war einfach. Und jetzt zeigen wir ihr die Kamera. Wir müssen irgendwie die Bilder rausbekommen. Oh nein, Fotoentwicklung. Nicht entwickelter Film. Ab ins Fotolabor. Es fehlen Chemikalien zum Entwickeln von Fotos. Ist es zu hell, das Licht würde die Bilder zerstören. Bauen rotes Licht. Ich weiß zwar nicht warum, aber so kenne ich es auch aus Filmen. Etwas brauchen wir verdammt nochmal Rotlicht. Okay. Das Fenster verdunkeln. Sollte den Raum ausreichend abdunkeln. So, dann würde ich mal sagen: Rotlicht. Ich wollte schon immer mal bei Rotlicht arbeiten. Kein Kommentar. Und das funktioniert natürlich. Chemikalien. Im Zeug lassen sich bestimmt Fotos entwickeln. Dafür gibt es keine guten Noten. Zeit, ein paar Bilder zu entwickeln. Eine unangenehme lange Zeit später. Ah, die Bilder sind getrocknet und langsam kann man etwas erkennen. Wir haben keine Verwendung mehr für Chemikalien.
Wo nehmen wir jetzt die Fotos her? Also hier sind die Fotos. Mal sehen. Dieses hier ist ganz gut geworden. Die sind ziemlich gut geworden. Zum Geburtstag schenke ich dir eine Kamera. Brauchst langsam mal ein anderes Hobby als diesen ganzen Monsterkram. Aber nicht irgendeine Kamera. Ich weiß ja, dass du Dinge gerne ein einziges Mal verwendest und dann wegwirfst. Also bekommst du eine Einwegkamera, auf der 11 und 12 Fotos schon nimmst du und das perfekte Geschenk. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, Beweis genug für dich. Siehst du, dieser Schnappschuss beweist, dass ein riesiges Monster unterwegs ist, um uns buchstäblich zu zerstampfen. Schnappmatt. Was? Heißt du vielleicht Schachmatt? Ich war Vorsitzender der Schach-AG, als sie abgeschafft wurde, also kenne ich ja wohl die richtigen Begriffe. Also willst du jetzt deinen Teil der Abmachung einhalten und mir deine Zeitmaschine zeigen? Du bist und bleibst ein Nervensäge, McQueen. Also gut, wir gehen ins Labor. Also, was wolltet ihr mir hier zeigen? Starten meine Zeitmaschine. Du hast sie doch noch gar nicht enthüllt. Oh, mein Fehler. Ich wusste es. Im Schrank, wo auch sonst. Gestatten meine Zeitmaschine. Oh. Ja, das ist die Reaktion, die ich mir vorgestellt hatte. Na dann. Eine Zeitmaschine also. Nicht ganz. Zumindest kann ich damit nicht durch die Zeit reisen, aber sie nutzt statische Energie für organische Manipulation. Ich kann damit meinen Alterungsprozess verlangsamen. Kannst du ihn auch beschleunigen oder rückgängig machen? Theoretisch ist das möglich, aber es ist eine Kammer und keine Waffe. Ich brauche ein paar Dinge, um sie umzuwandeln. Ein Gehäuse, durch das die Energie geleitet wird. Ein Laser, um den Schuss zu zielen, und ein Schalter zum Auslösen. Könntet ihr mir diese Dinge besorgen? Gehäuse, Laser, Schalter. Wir sind schon unterwegs. Ihr braucht wahrscheinlich Zugang zur gesamten Schule. Hier, nimmt die Schlüssel. Willst du nicht noch etwas sagen, wie es ist, gefährlich allein zu gehen? Nimm das. Sehr schön. Sehr schönes Zitat. Du bist doch nicht allein. Dein Freund ist schließlich auch dabei. Und dann müsste ich sagen, es ist zu gefährlich, in Gruppen aus weniger als 2 Leuten zu gehen. Aber es klingt nicht so gut. It's dangerous to go alone. Take this. Okay. Jetzt kommen wir ins Rektorzimmer. Okay, Duni, sehen wir uns hier mal um. Und hier habe ich das Gefühl, in Schwierigkeiten zu sein. Okay, finden wir den Laser und und die anderen Sachen. Notizen für den Rektor. Folgen der Schüler der Schule verweisen. Alle. Alle Büroschlüssel vom Personal einsammeln. Ich kann hier keinen Schnüffler gebrauchen, der alle meine Geheimnisse findet. Und ein brauner Umschlag mit Geld und der Aufschrift: Bitte, mein Sohn braucht diesen Abschluss. Den sollten wir beschlagnahmen. Ein hochmoderner Tintenstrahldrucker. Die Schule ist wie immer auf dem neuesten Stand der Technik. Im Büro des Schulleiters. In den restlichen Räumen nicht. Ganz offizielles Zertifikat für Pädagogik und so. Vor allem und so. Hirschtrophäe. Ein Jagdtrophäe. Sollen wir sie mitnehmen oder und freilassen? Das sollten wir. Okay, was auch immer. Und ein Uni-Abschluss, den ich für diesen Job brauche. Er ist fast schon überqualifiziert. Sehr glaubwürdige Zertifikate. Eine Venus-Kinderfalle. Ein Stapel Kochrezepte.
Schon erstaunlich, dass uns dieses Gerät mit jenem der zig Telefone in der ganzen Stadt verbinden kann. Die Technologie hat sich hier nicht wirklich durchgesetzt, oder? Schicker Stuhl. Mit dem Etikett ist er mit Babyfett gefüllt. Es ist das Fett, das man als Kind abwirft, bevor man sein Erwachsenenfett bekommt. Ja, er sagt das. Er enthält keine Informationen. Er scheint nur zum Schreiben von Briefen verwendet zu werden, die dann ausgedruckt werden. Furchtbarer Stuhl. Der Stuhl wurde aus Spinnen hergestellt und nicht einmal aus den hochwertigen. Irk. Jede Menge Informationen über Schülung. Auch unserer Schulzeit. Nichts, was ich brauchen kann. Bist du sicher? Vielleicht sind ein paar pikante Infos dabei. Zum Beispiel über Mikey King. Juli, ich habe dir schon einmal gesagt, dass wir unsere Macht nicht so missbrauchen dürfen. Wir haben geschworen. Du hast schon danach gesucht, oder? Natürlich, als allererstes. Nehmen wir Informationen. Okay. Hier findet man nichts außer eine Hörstufe hier. Ein Schreibtisch aus einem einzigen riesigen Stück Mahagoni-Holz. Ein Mahagoni. Okay. Wir müssen wohl noch in die Klassenzimmer rein. Gut, Generalschlüssel. Schauen wir uns hier mal um. Ein Laserstift. Damit kann man auf Laser schreiben. Nicht ganz kumpel. Die vier Säfte und wie man sie im Gleichgewicht hält. Das ist aber ein bisschen altertümlich. Ein Lehrerstuhl. Ist viel gemütlicher als alles andere hier. Fass ihn nicht an. Ah. Keine Kinder. Was zum... Mr. Zenobite hat das eingebaut. Nimmt dir seinen Stuhl in Ruhe lassen. Lass du dich... Dunkelbraun bemalter Karton. Egal. Was sonst. Das da hinten ist mein alter Tisch. Das erkennt man an dem ganzen Kaugummi, die an der Unterseite kleben. Man kann ihn beinahe unter dem Gewicht ächzen hören. Die Kaugummi sind regelrecht festgewachsen. Ein echtes Weltwunder, die hängenden Gärten daraus Kaugummi. Mein Fondsmanager hat Algebra für seinen Investitionsalgorithmus angewendet. Jetzt habe ich sehr viele quadrierte Buchstaben und sehr wenig Geld. Palette aller bisher entdeckten Farben. Einige Forscher behaupten, es gebe mehr. Diese Forscher werden weggesperrt. Zu Recht. Ja. Oh Mann, das ist schon so ein nicht klasse Zimmer. Sollen wir auf den Pfad der Erinnerung wandeln, Ludi? Das klingt nicht schlecht, Detektiv. Wir sollten lieber hier bleiben, bis die Sache mit dem Monster erledigt ist. Okay, was brauchen wir denn überhaupt? Was brauchen wir noch? Ein Raumplan der Schule könnte nützlich sein. Okay. Eine perfekte Kopie der Erde bis hin zu ihrem Sockel. Aus Plastik und dem riesigen Metallarm, der sie festhält. Verschiedene Schulbücher fein säuberlich sortiert. Dieser Stuhl sieht gemütlich aus, aber aus der Nähe sieht man, dass er aus Beton besteht. Ein Totenkopf und die Worte "Nimm mich jetzt, Mr. F." sind darauf eingekritzt.
spüre schon, wie meine Gehirnzellen langsam aufwachen. Wir sollten hier schnellstmöglich wieder weg. Stimmt. So steht roter Markierungsstift. Das Grad hat gleichzeitig zu viele und zu wenige Kontinente. Ach, die alten Schultrophäen. Verwirrendste Darbietung, unnötigste. Okay, das hatten wir schon. So, was fehlt uns denn überhaupt noch? Müssten wir nicht schon alles haben? Hier ist das Labor. Okay, jetzt können wir mit dem Ding zielen. Wir brauchen ein Gehäuse, durch das wir den Strahl feuern können. Zum Auslösen brauchen wir eine Art Schalter. Über nichts, sonst handle ich mir noch einen Verweis ein. Und wofür muss doch der Kopf sein? Okay, wo finden wir die anderen Sachen? Tja, gucken wir nochmal in den anderen Räumen nach, die es so gibt. Werkstatt. Ah, okay, hier, guck mal. Werkzeuge. Schraubenzieher. Oh, ein Meißel. Haben wir in der ersten Staffel schon einen Witz darüber gemeißelt, Bauchmuskeln gemacht? Okay. Den nehmen wir auch noch mit. Okay. Ist hier noch irgendwas abgeschlossen? Nein, hier nicht. Okay, jetzt haben wir auch den Schlüssel verloren. Dann wohl zurück zum Labor. In der Hoffnung, dass irgendwas davon funktioniert. Verdammt! haben wir irgendwas übersehen? Ich hab's mit einer Idee, so eine Befürchtung. Vielleicht können wir mit dem Meißel. Wie konntest du nur? Bist du fertig? Ja. Kaugummi. Widerlich. Ich habe schon mal Kaugummi gehasst. Können wir vielleicht mal. Kann ich glauben, dass wir deine alten Gummis aufwärmen? Glaubst du, sie werden zum Leben erwachen? Ich dachte immer, ich wäre noch nicht bereit, Vater zu werden. Aber die eigene Kaumasse in der Mikrowelle zu erhitzen, kann alles verändern. Oh, weia. Aufgewärmte Kaugummis. Bah. Bah. Das ist ein Fenster. Ach mein Gott, das ist mir übel. Zwischen.
Auch wenn das nur kleine Pixel sind. Können wir vielleicht hier noch irgendwas. Ich weiß nicht mal, was das bringen soll bei dem Kaugummi. Haben wir noch irgendwas in Raum 2 übersehen? Irgendwas, was wir damit machen können? Wieder runterkleben. Ja. War schon lange nicht mehr auf dem Dach. Ich frage mich, wie lange der braucht, um herzukommen. Können wir den Hebel losschrauben? So den Hebel lösen, damit wir ihn mitnehmen können. Okay, wozu brauchen wir einen Hebel? Das ist ja zum Auslösen des Dings. Da brauchen wir noch einen Knopf. Ne, da brauchen wir noch irgendwas in der Hülle. Der Wasserturm. Auch das hatten wir schon. Und nun? Aha. Schluss bis zu 1900 verdeckt. So, dann geben wir mal das hier ab. Entscheider für unsere Zeitkanone. Wir brauchen ein Gehäuse, durch das wir den Strahl feuern können. Wie wäre es damit? Tja. Ein Gehäuse. Gut, zum Beispiel kriegen wir jetzt noch ein Gehäuse, ja. Puh. Ja, können wir hier im Lehrerzimmer vielleicht noch irgendwas? Kaum irgendwas bunzen. Aufgewärmt haben wir es noch, ist erstaunlicherweise noch warm. Haben wir hier noch irgendwo was wir hier gebaut können? Oh, eine Hülse, irgendwas unten. Hm.
Was machen wir nun? Das Monster ist jetzt zum Glück genug Zeit, dass wir hier rätseln können. Und so, irgendwo dafür muss doch das Kaugummi möglich sein. Und wofür brauchen wir das doch? Tja. Mache ich mich besten was zum Klassenclown. Komplettlösung hilft mir. YouTube Walkthrough. Ich meine, wir haben ja scheinbar schon alles. Aber womit? Noch irgendwas? Mir fällt nichts ein. Was könnte diese Was könnten wir als Hülle gebrauchen für die Maschine? Die Papiere, die können auch zu irgendwas wert sein. Können wir die Papiere im Lehrerzimmer bedrucken lassen? Das Papier und der Drucker scheinen Teil des Rätsels zu sein. Okay, aber erst müssen wir wissen, was wir drucken sollen. Oh Gott. Und was genau? Wie soll ich darauf kommen? Weißt du vielleicht, wie man mal weniger... Oh, ein Flugplatz. Für den Zirkus. Ach du Scheiße. Warum auch immer, was für ein Druck ist da? Irgendwie scheint das die Lösung zu sein. Okay, was machen wir nun? Oha, okay. Es hat funktioniert. Lady Hummels, friedvoller Rummel. Vince, hier spricht Detective McQueen. Du musst uns sofort das Gehäuse von Teslas Todesstrahl zu Dunnays High bringen. Polizeiliche Anordnung. Moment, lass mich eben nachfragen. Nuschel. Er sagt, du kannst sie Scham haben. Da einer Erzwingung, Bedingung. Er will das in allen
Tüchern, Lehrbüchern steht, dass er den gnomengebundenen Strom erfunden hat und nicht Teddys Sohn Edison. Sicher. Schwermut, sehr gut. Ich lade das Ding auf den Zasterlaster und schicke es dir so hell wie möglich, tödlich, so schnell wie möglich. Aha. Ich sollte nochmal runter und das entgegennehmen. Ja, komm mal bitte. Okay, wie finden wir ihn jetzt? Den Laster mit dem. Ich habe schon wieder irgendwas übersehen. Drucken wir ein paar Seiten aus, um Teslas Forderungen zu erfüllen. Ah, okay. Normalerweise wollen verrückte ihre Forderungen durchsetzen, indem sie einen mit Waffen bedrohen, anstatt einen Waffen zu schicken. Ah ja. Korrigierte Geschichtsausdrücke. Und nun, was machen wir jetzt damit? Die in die Geschichtsbücher, in die Klassen reinpacken. Die Geschichtsschreibung ändern. Mal hier. Das Papier fällt wieder heraus. Ich muss es irgendwie festkleben. Ich bin stolz, dass meine Babys sich meinen Mund emanzipiert und eine akademische Laufbahn eingeschlagen haben. Ach du Scheiße. Bringen wir die Sache hinter uns. Genau wie zu unserer Schulzeit. Wir haben in der Schulzeit doch keine Bücher manipuliert. Stimmt, wir nicht. Jetzt sind sie ebenso akkurat wie ordentlich. Okay. Perfekt, genau das, was wir brauchen. Stern gesehen, gern geschehen. Lächerlich großes Gehäuse. Ja, na dann mal hoch zum Labor und machen wir das Monster wieder klein. Wieder jung. Hiermit sollten wir die Zeitkanone abfeuern können. Ich glaube, wir sind bereits zum Abfeuern. Das Laser ist genau auf ihn gerichtet, Detective. Von mir aus kann es losgehen. Ich muss schon sagen, Zeitschleife. Diese Zeitmaschine ist beeindruckend. Diese Alterslosigkeit steht dir gut. Also gut, ich zähle runter. 3, 2, das ist wirklich nicht die richtige Zeit, dafür ging es nicht. 2. Vielleicht können wir zusammen einen Kaffee trinken und uns vielleicht ein bisschen unterhalten. Nein, Mac King, nicht auf diesen Hebel lehnen. Oh shit. Mac King hat es mal wieder verkackt. Ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Eine dämliche Kanone. Sie hat uns alle wieder jung gemacht. Du bist derjenige, der den Hebel von konzentrierter Strahl auf Sprühen umgelegt hat. Warum musstest du überhaupt einen Hebel mit Sprühfunktion holen? Kinder, bitte. Ihr wurdet viel verjüngt. Das gilt auch für eure Hormone. Ihr seid jetzt Teenager, in jeglicher Hinsicht. Er hat angefangen.
Wir wollten die Zeit doch nur um ein Jahr zurückdrehen. Was ist passiert? Als dein Freund weggerutscht ist, hat er sich wohl an der Vorrichtung für die Zeiteinstellung festgehalten und uns damit die ganze Sache eingebrockt. Ich konnte schließlich nicht riskieren, beim Hinfall nicht cool auszusehen. Wir sind uns bestimmt alle einig, dass das wert war. Außerdem ist sowieso McQueen an allem schuld. Oh, scheiße, Mann. Wie kann man das wieder rückgängig machen? Sollten wir jetzt noch nichts tun. Das Monster ist draußen, nicht mehr zu sehen. So wurde es wahrscheinlich auch erwischt. Wir müssen es einfangen, solange es schwach ist. Bevor wir den Umkehrstrahl abhören, müssen wir dafür sorgen, dass es nicht davon getroffen wird. Ich kann die Polung umkehren, während ihr das Monster sucht, durch etwas überlegt, um es einzufangen. Los! Oh, verdammt, ich dachte, das hätten wir schon geschafft. Gib sie zurück, zum tausendsten Mal. Ich habe sie nicht, hatte sie noch nie. Und wo sind meine ganzen Figuren dann hin? Die beiden scheinen einen Streit aus ihrer Kindheit wieder vom Zaun gebrochen zu haben. Hoffentlich ist das nicht der ganzen Schule der Fall. Oh je. Brandheißer Exklusivbericht für die Schülerzeitung. Als ich von der Toilette zurückkam, war meine Kamera gestohlen. Dann war plötzlich wieder jung. Vielleicht sollte ich weniger Kohlenhydrate zu mir nehmen, wenn ich dadurch jedes Mal mehrere Jahre ausscheide. Okay. Ich bin wieder jung. Bitte lasst mich das nicht alles noch mal einmal durchmachen. Ich war so nah dran. Oh nein, jetzt bin ich zu jung, um in meinem Laden zu arbeiten. Hey, wenn wir in der Zeit zurückgereist sind, kann ich mir Kingsley schnappen, bevor es seine Frau tut. Alle wurden wieder zu Kindern. Die Streuung scheint ziemlich groß gewesen zu sein. Was ist jetzt wahrscheinlich aller altersmäßig im Minus? Oder er fängt nach der Null wieder mit Greisenheit an? Oh nein, ich konnte in diesem Alter noch nicht schwimmen. Wie komme ich jetzt nach Hause? Nicht jetzt, Gabby. Soll ich mit diesem kindlichen Gaumen kluge Investitionen tätigen? Da die Kandidaten sich vorgestellt haben, könnt ihr Stift und Papier zur Hand nehmen, um eure Maihexe zu wählen, die eure Klasse aus irgendeinem Grund nie gewählt hat. Doch die Götter hielten es für angebracht, das nachzuholen, indem sie uns verjüngten. Diese Schlawiner erwarten wahrscheinlich ein blutiges Spektakel. Also gebt eure Stimmen ab und werft sie in die heilige Wahlurne. Entschuldigung? Ja, bitte? Ich sehe keine Wahlurne. Oh, jetzt erinnere ich mich. Euer Jahrgang war der letzte, dem wir diese Wahl veranstalten wollten. Aber die Wahlurne hat gefehlt. Verflixt. Wen wählst du? Keine Ahnung. Wer hat das gebärfreudigste Becken? Es scheint mir ein gutes Kriterium für ein Opfer zu sein. Der Kandidat Nummer 2. Er könnte eine ausgewachsene Wassermelone durch die Luft pressen, die wir es nicht wissen. Nummer 1 ist eine alte Feindin von mir. Ich will, dass sie verliert, aber andererseits will ich sie auch auf dem Scheiterhaufen sehen. Schwierige Entscheidung. Ich habe alles gegeben, um hier zu sein. Wisst ihr, wie viele Mädchen ich endlich genug fahren musste, um es unter die letzten 3 Kandidaten für die Maihexe zu schaffen? Was für ein seltsames Ritual ist das? Das ist alles so aufregend. Hast du keine Angst, geopfert zu werden? Natürlich nicht. Diese Dinge werden in verrauchten Hinterzimmern entschieden. Ich habe keine Chance. Ich freue mich einfach dabei zu sein. Die anderen haben keine Chance.
Eine Familie kann auf eine kurze Tradition der Opfer der Schüler zurückblicken. Ja. Hey, ich bin wieder ein feines Kind, kleines Kind. Ja, tut mir leid. Gegenteil, endlich sind meine Zungenglieder nun wieder frei. Man lasse ich die Finger von Zigaretten. Na dann, gern geschehen. Und wo ist der Rektor? Schmierlieder. Siehst du, die Mädels haben den richtigen Umgang mit ihrer neu gewonnenen Jugend gefunden. Rausgehen und ein bisschen Sport treiben. Seht her, ihr Sterbliche. Seht her, Sterbliche. Sterbliche? Wir sind mit jugendlichen Elan wieder vereint. Hausfrauen, da seine Mutterschaft, Büros, Kanzlerin, Kanzleien, all das haben wir abgestreift. Wir lässigen, lästigen Gewohnheiten. Wir werden das Meisterstück unserer Jugend erneut aufführen. Die menschliche Pyramide. Bald wird das letzte fehlende Teil sich zu uns gesellen. Der Gipfel ist nah, wir können es spüren. Der gehörnte Gott wird erscheinen, unsere Schultern steigen und über uns nach den Sternen greifen. Mir gefällt nicht, wie die Sache sich entwickelt hat. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber zum Glück hatte ich noch ein paar kleine Kopfhörer dabei. Okay. Und wo ist er hin? Oh, da ist er. Hallo, Geoff. Hallo, Patrick. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Nein, nein, Mann, es ist alles gut. Ja, na dann. Geernt. Also, ich will nicht mehr zurück. Ich will hier leben. Mit Studi. Kein Problem. Nee, vergisst du da nicht deine Kleinigkeit? Das bezweifle ich. Ich merke es, wenn ich etwas vergesse. Oh, die klingen fürchterlich. Ich schmeiße sie raus, sobald wir nach Hause kommen. Das aufdringliche Nachstellen. Sieh es als Kompliment. Die Zerstörung, die dieser Kerl in der Stadt angerichtet hat, das war nicht meine Schuld. Ich war einfach so wütend und stark. Ich kann wirklich sehr wütend werden. Außerdem hasse ich Menschen, mit Ausnahme von Dudi. Ich kann also nichts dafür. Haben wir nicht alle unsere kleinen Fehler? Einmal habe ich gesehen, wie unser Patrick eine ganze Schachtel verfluchter Donuts gegessen hat. Oh Mann, ich hatte tagelang Fluchfall. Komm Dudi, wir gehen nach Hause. Ich weiß nicht, das ist alles ziemlich wunderschöne Dinge. Das sind alles ziemlich wunderschöne Dinge. Und ich wohne gerne mit meiner Schwester und meinen Neffen zusammen. Schämst du dich dafür gar nicht vor deinem Freund? Hey, ich mag die beiden auch. Ich erinnere mich langsam, warum ich nicht geblieben bin. Diesmal wird alles anders, Patrick. Versprochen. Du wirst dich zum Guten ändern. Was? Nein, diesmal lasse ich dich nicht mehr gehen. Haha. Zum Guten ändern sehe ich so aus. Tut mir leid, aber du wirst allein nach Hause gehen. Das habt ihr nicht zu entscheiden. Dafür müsstet ihr mich erst einfangen. Er ist weg. Wenn wir ihn fangen wollen, müssen wir ihm eine Falle stellen. Und wie zum Henker stellen wir jetzt in einem Monster eine Falle? Da ich mal gar keine Idee. Wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Sprungbrett. Das ist Brett. Wir können diese Platten verwenden, um einen Käfig für Geoff zu bauen. Irgendwo. Wenn das Sprungbrett nicht haben, es gehört zur Schau. Wir brauchen es. Ich kann mir schon denken, was wir tun müssen, um an die Platten zu kommen. Gegen sie kämpfen? Nein, Dudi.
Wir hätten keine Chance gegen sie. Nein, wir müssen. Ihr Dings muss man vorstellen. Siehst du, diese Mädels haben den richtigen Umgang mit. Okay, das hatten wir schon. Wie tun wir das jetzt? Stellen wir das an. Oh Mann. Diese Folgen kein Ende. Was nun? Dem Dach. Hier, mein kleiner. Kran. Jamie liebt mich. Okay. Na bitte, wer sagt's denn? Gibt uns etwas. Sieht aus wie ein Schlüssel. Kra, kra. Game Changer. Okay, wir haben Schlüssel. Gab's irgendwo Spins? Sind wir draußen? Sind Spins. Wenn ich jeden Schlüssel an jedem Schloss ausprobiere, werden wir nicht schnell vorankommen. Hier lautet ein Rätsel, oder? Natürlich lautet hier ein Rätsel. Verdammt! Okay, was machen wir jetzt? Verdammt. Da gab es noch ein Leiter auf dem Dach. Vielleicht können wir die mal nutzen. Okay, dann kommen wir hier hin. Faszinierend. Vom Sportplatz. Vielleicht können wir hier mit dem Schließfächer das machen. Doch, ich probiere jetzt diese Schließfach aus. Irgendeins muss da doch gehen. Komplettlösung ist das hier. Oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht. Okay.
Und irgendwelche anderen Schließfächer. Als wir hier Schüler waren, hat sie sich einen Haufen meiner Battlehammer 42 Figuren ausgeliehen und jetzt will ich sie zurück. Die sind jetzt bestimmt zig Dollar wert. Ja, in der unentbehrlichen Zukunft tobt ein Krieg und den Sinn des Lebens ein philosophisches Kriegsspiel. Okay, wo kriegen wir Figuren her, mit denen wir die weglocken? Und dann das Schließfach dann rankommen. Versuchen wir es doch noch mal hier. Tja. Irgendwas fehlt uns aber noch. Das Wissen, dass das eine Komplettlösung das Ding ist. Majestätisch. Wir wissen auch, dass der Jeremy heißt. Jeremy Snow. Ich stehe auf dem Schlauch. Schließfächer der Sportskanone. Schließfächer der Sportskanone. Stehen da irgendwie Namen drauf? Oder was muss man wissen, um das da. Hier ist Schließfächer. Was? Stehen eine Komplettlösung und was anderes. Vielleicht mal einen Weg machen. Irgendwas übersehe ich hier. Migriert zugewandelt. Irgendwas haben wir noch vorher übersehen. Mein altes Schließfach. Moment, was ist das? Aha. Wenn du das machst, du mich. Ja, nein. Mhm.
Was soll uns das jetzt sagen? Jetzt aufs Dach. Okay. Figuren, dafür die Figuren nicht, dafür Figuren. Das hatten wir schon. Mein damaliger Freund. Warst du nicht mit? Ja, Jeremy Snow. Der mich hier verwandelt. Ah, okay, jetzt haben wir das. Welches war seins? Können wir aufzeichnen oder schon nachsehen? Vielleicht geht das jetzt. Aha, es war unten immer im Kleiderraum. Das müssen wir natürlich gekonnt haben. Sorry, es ist schon. Dass das jetzt am Ende mal skippe. Das ist natürlich blöd. Ist gut, Jeremys Schließfach. Mal sehen, wo was wir daran finden. Lass mich raten, die Figuren. Yep. Die Figuren, die bringen wir jetzt mal zurück. Dann kann eine der Damen, ich meine Mädchen, bei der Pyramide mitmachen und dann machen wir da mit den Happy Ends. Ist das das, wonach ihr sucht? Ares tötet alles. Mann gegen Mann Duell kennt Vollbär John Schmalzlocke Kung-Fu-Zus. Keiner davon konnte es mit meinem Wikinger-Weltraum-Kommunisten Karl Marx aufnehmen. Dies gehört aber nicht mir. Wer will schon eine Aufbewahrungskiste mit meinem Loch im Deckel? Im ganzen Gerede über Philosophie habe ich Lust bekommen, im Hier und Jetzt zu leben. Lassen wir die Sache gut sein und knutschen mit dem Fahrrad, knutschen im Fahrradschuppen. Du meinst so hinter. Ich meine das, was ich gesagt habe. Bist du dabei? Klar. Wie süß. Sie haben die Figuren hier gelassen. In der Wahlurne. Könnte nützlich sein. Allerdings. Sie haben sie nicht einmal mitgenommen. Naja, werden schon eine Verwendung dafür finden. Verschmähte Figuren. Ich weiß, wer die Wahlurne gebrauchen kann. Blut für den Blutgott. Es ist das, wonach sie suchen. Aha, die heilige Wahlurne. Alle mal her, und ich habe die Wahlurne gefunden. Ja, und zwar ganz ohne fremde Hilfe. Das stimmt ab, damit wir die Maihexe führen, das Opfer auf den Weg bringen können. Moment mal, was? Die Stimmen sind ausgezählt. Candace, du bist die neue Maihexe. Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist dein Nachlass geregelt? Haben deine Eltern deine Einverständniserklärung geschrieben? Ich kann mich vage daran erinnern, diese Kiste versteckt zu haben. Als jetzt, da das erledigt ist, muss ich dieses verdammte Messer loswerden, bevor noch jemand auf die Idee kommt, mich irgendeiner Form zu belasten oder so. Kannst du das mal eben halten? Make clean, make cape, make king. Junge, halt das mal eben, Junge. Zeremonie durch. Okay. Ich bin noch planloser als je zuvor. Wie kommen wir jetzt dem Ziel damit näher?
können wir jetzt dem Monster eine Falle stellen, dass letztendlich. Was genau bringt uns das jetzt? Ich verstehe einfach nichts mehr. Oh, hier ist das Maskottchen. Wenn wir seine Kleidung nachahmen wollen, brauchen wir einen Umhang. Sag mir nicht. Wir brauchen noch einen Umhang. Oh je. Yeah. Wir haben jetzt ein Messer. Da können wir vielleicht noch irgendwas machen? Ich verstehe nur nicht was. Es ist so wahnsinnig irre. Was tun wir? Yay. Hey, was bin ich sehend? Ich verstehe null mehr. Wir müssen jetzt das Maskottchen-Outfit bekommen, um was genau zu tun? Gut, auf ein neues. Ich glaube, dass wir uns zweimal hier reinschleichen mussten. Können wir uns die Requisiten vielleicht nehmen und daraus ein. Natürlich nicht. Die Messer sollte sich was davon abschneiden können. Okay, jetzt haben wir einen großen Mantel. Jetzt können wir uns vielleicht mit dem Mantel. Maskottchen-Outfit. Okay, ich verwechsel mal die Tür. Jetzt versuchen wir mal das hier. Das Kapitel ist länger als je gedacht. Zieh das an. Ja, du bist der gehörnte Gott von dem Nexai. Bin so aufgeregt. Ich habe meine ganze Schulzeit lang dafür geübt. Ich weiß, Kumpel, ich weiß. Wie sehe ich aus? Teuflisch gut. Du musst dich mit einem Salto an die Spitze dieser unmenschlichen Pyramide katapultieren, damit wir an das Sprungbrett kommen. Schaffst du das? Ich denke schon. Okay, Patrick, du hast lange dafür geübt. Es ist zwar schon Jahre her, aber du schaffst das. Los geht's. Ich hab's geschafft. Siehst du, Detective, ich bin der König der Welt. Gut gemacht, Kumpel. Vollkommen, nimm das Jeremy Walker. Wir haben dein heiliges Symbol nicht gebraucht. Waha. Was zum? Das Auge des Horrors. Ich kann darin jede Menge greifende Hände sehen, Detective. Sie laden uns zum Mitmachen ein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, vielleicht ist es das, ich weiß es einfach nicht. Und dann nun? Ich fühle mich hier oben nicht besonders stabil. Gib dich der Form hin und werde eins mit uns. Und dann erreichen wir die perfekte Balance und können die Pyramide für immer aufrechterhalten. Detective, ja, beeil dich ein bisschen, ja. Ja, du arme selige Kreatur, wir sind willkommen hier inseits. Säumt das Gebirge am Rand der Welt. Da kommen Weltschreie und. Okay. Ich kann einen Sprungbrett nehmen.
glaube, ich kann nicht mehr lange hier oben bleiben. Nein, wir müssen die Formen wahren. Wir sind die Schlüssel zum Fort. Leid, ich muss runter. Juhu. Und nun? Kein Wunder, dass ich nie in die Mannschaft gewählt wurde. Meine Balance ist furchtbar. Aber trotzdem schön, dieses Kapitel meines Lebens endgültig abzuschließen. Und schön, dass wir dabei gleich noch diese Pforte geöffnet haben, mit der sie geredet haben. Nein, ich finde, mein Kapitelabschluss ist wichtiger. Okay, jetzt haben wir die Platten. Und wir brauchen eine Falle zu machen. Ich verstehe immer noch relativ wenig. Die Leiter wieder hoch. Warum zum Henker? Können wir damit noch irgendwas anfangen? Alter Schwede. Lange kann ich aber heute nicht mehr machen. Versuche das jetzt noch mit euch mit kompletten Lösung durchzuzimmern hier. Wenn halt einfach die Zeit fehlt an einem Montag. Warum, woher, wieso, weshalb? Aha, okay. Irgendwo haben wir Stifte her, nämlich hier. Wozu auch immer. Ich glaube mal Stifte. Nehmen die jetzt einfach mit. Und da haben wir Stifte. Das brauchen wir auch irgendwo her noch. Aha. Okay, da kommen wir auch was her. Und was später nötig sein wird, schauen wir die Türangeln ab. Dann mal aufgepasst. Hm? Der angeln wir uns. Ah, der war nicht schlecht. Okay, mit den Türangeln können wir jetzt. Ich verstehe auch nicht warum. Hier unten. Mit den Türangeln können wir die Tür an unserem Käfig befestigen. Öffne ich die Käfigtür. Den du glaubst nicht, was dort darin lockt. Ich muss sie aber öffnen, um unseren kleinen Freund zu fangen. Stimmt, leider bringen uns diesem Fall nicht wirklich weiter. Okay, wir bauen einen Käfig daraus. Tür ist wieder an ihrem Platz. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Metallplatten, um die Löcher abzudecken. Dann würden wir das Ding mal flicken. Fertig, jetzt können wir ihn darin einfangen und einsperren. Bin stolz auf uns und auf die Kinder, die ihr Werk nicht selbst verenden konnten. Jetzt müssen wir das Ding noch mit Blei überziehen, damit die Zeitenergien abgehalten wird, wenn wir den Zeitsprung umkehren. Was um alles in der Welt. Wir sind Bleistiften, tragen wir das Blei auf. Zeit für Kunst und Kreativität. Juhu. Das ist absoluter Blödsinn. In Bleistiften ist kein Blei drin, sondern Graphit. Es ist alles bereit. Jetzt müssen wir noch ein Monster herkriegen.
Er hat uns leider nicht gesagt, wo er hingehauen ist. Wie finden wir den jetzt? Ein vollständiger Metallkäfig. Jetzt müssen wir jetzt noch Geo finden. Wo auch immer er ist. Sind wir noch hinter der Tribüne? Hoffentlich. Ah, sehr schön. Kommst also wieder angekrochen. Na gut, ich verzeihe dir. Gehen wir nach Hause, Patrick. Tut mir leid, aber du wirst allein nach Hause gehen. Es habt nichts zu entscheiden. Dafür müsst ihr mich erst einfangen. Kriegen wir ihn in den Käfig? Es ist zu schwer, um ihn zu bewegen. Wir wollen einen Plan. Heul, Schluchz, Ausflip. Wie soll das jemals was werden? Dieser Fall. Da ist er ja wieder. Brief ist fertig. Also machen wir hier mit einem Plan, wie wir ihn in den Weltraum kriegen. Also gut, wir müssen. Ein letztes Rätsel, na toll. Wir müssen uns einen Plan ausdenken, wie wir ihn einpferchen. Oh je. Diese Karte und den Figuren können wir simulieren und wir ihn auf eine bestimmte Route zwingen. Wir brauchen ein wenig Hilfe, Fragen mit Zeitschleife, die Film AG, Vince Brickman und wir haben genug Figuren für weitere Personen. Jeremy? Er schuldet uns noch etwas und ich glaube nicht, dass er einen vollen Terminkalender hat. Außerdem wird es mit zunehmendem Alter schwieriger, Freunde zu finden. Vor allem, wenn man so viel Zeit als Vogel verbracht hat. Es würde ihm gut tun, sich ein bisschen die Flügel beiden zu verdrehen. Gut, trommeln wir hinter den Kulissen alle zusammen und starten wir das Windspiel. Okay, ich habe nicht die Zeit dafür. Also hier die Lösung. Das richtig sehe, ja, in der Werkstatt. Du kommst hier hin. Interessant, dass in der englischen Version Klasse 2 und das alles umgekehrt ist, einfach nur. So, er steht hier. Kommt er hier hin. Und er kommt hier hin. Und da ist er. Mann, dieser Detektiv geht mir wirklich auf die Nerven. Ich kann Dulli nicht retten, solange er mir auf den Fersen ist. Oh, hier kann ich mich verstecken. Und rechnet er niemals, der Trottel. Ha, hab dich. Klingt, als hätte es doch nicht so gut geklappt. Wir haben ihn. Jetzt kannst du den Umkehrstrahl abfeuern, Professorin. Nichts leichter als das. Na, sehr schön. Zurück in der Gegenwart. Nie mehr Schulerungenschaft freigeschaltet. Schön wär's. Ah, das fühlt sich gleich viel besser an. Ich weiß nicht, es war eigentlich ganz schön, nicht die ganze Zeit müde zu sein. Stimmt, meine Knie sind auch plötzlich wieder so ungelenkig. Vielleicht hätten wir nicht... Vergesst es. Meine Zeitmaschine, meine ewige Jugend, bastelt euch gefälligst eure eigene. Schade.
Es ist gut, wir müssen den Kerl an einen sicheren Ort bringen. Ich habe schon eine Idee, aber wir müssten irgendwie dorthin fliegen. Ich bin mit dem Polizeihubschrauber da. Er ist auf dem Dach. Bist du mit dem Polizeihubschrauber gekommen? Ja, der Bürgermeisterhubschrauber ist in der Werkstatt. Wird er nicht von der Polizei gebraucht? Ach was, ich habe ein Wörtchen mit der Verbrechensabteilung geredet. Ich habe gesagt, sie sollen sich heute Abend frei nehmen. Du hast ihnen gesagt, sie sollen heute alle frei nehmen. Genau. Ansonsten würde ich sie einbuchten, jeden einzelnen. Wir sollten jetzt los, oder? Dann auf zum Hubschrauber. Da kann ja nichts schief gegangen sein. Und an die ganze Polizei sich freigenommen hat. Herrscht bestimmt kein Chaos in der Stadt. Es ist doch Wahnsinn. Nies ist Detective. Es könnte das einzige Mal sein, dass wir in so einem fliegen dürfen. Na schön. Hier ist der richtige Ort. Was? Wir sind mitten über dem Meer. Keine Sorge, wir finden ihn einfach ab. Neu-Atlantis. Ah ja. Das ist ein neuer Freund. Hallo Kumpel, ein Freund von mir hat gesagt, du hast momentan ein paar Probleme und willst einen Ort zum Übernachten. Einige Zeit später. So, da wären wir. Das waren alle Kisten. Es sind noch jede Menge Kisten im Au. Ja, alles ist wieder da. Es fühlt sich gut an, zurück zu Hause zu sein. Nicht wirklich zu Hause, aber auf der Arbeit zu Hause. Ich dachte, ich hätte ein paar Ratten im Keller rumschleichen gehört. Es ist nicht der Keller. Wir sind gleich neben deinem Büro. Schluss damit. Ich bin nicht hier, um mich über euch lustig zu machen. Auch wenn es das Einzige ist, was ich an euch vermisst habe. Also, ich habe etwas für euch. Nach der ganzen Geschichte in der Schule habe ich mit dem Bürgermeister und dem Polizeichef gesprochen und wir waren uns alle einig. Diese Stadt ist sicherer, wenn ihr Vögel euch um die albernen Pseudoverbrechen kümmert, die unter meiner Würde sind. Dann, hier bitte. Wieder befördert. Wieder eröffnet. Darkseid Division. Ja, und sie sind wieder auf Arbeit. Und dann mal die Credits von dem Hauptspiel. 3 Bonus-Episoden haben wir noch. Aber das Hauptspiel haben wir erstmal durchgespielt. Joa. War eine lange letzte Episode. Ja. Zugegeben, durch manche Episoden habe ich mich mit der Komplettlösung irgendwie durchgeschummelt. Was einfach an Zeitproblemen liegt. Das muss man am besten irgendwann mal, das muss man an einem Wochenende, an Freitagen muss man das spielen und dann. Ja, dann war ich am Freitag hoch irgendwie. Am Freitag, stimmt, den letzten Part haben wir am Freitag gemacht, da war ich so kaputt und so geschafft, also müssen wir irgendwann mal an einem Samstag oder so irgendwie müssen wir mal. Da muss man das spielen. Sich die Zeit nehmen und dann wird das auch sehr gut. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie halbwegs gut geworden. Die Parts habe ich, die Streams habe ich auf YouTube hochgeladen. Jo. Na dann. Da haben wir den letzten Fall des Hauptspiels abgeschlossen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt ihr noch einen tollen Tag auf YouTube? Da mich nach oben. Abo da lassen, Glocke aktivieren.
Wir sehen uns zu den drei Bonus-Episoden wieder. In drei weiteren Stream-Aufzeichnungen. Oder live auf Twitch in den Streams. Das ist relativ aktuell. Am Freitag machen wir die erste Bonus-Episode. Wenn das hier seht, ist entweder Dienstag oder Mittwoch, wenn ich das hochlade. Wenn es aktuell nach Upload guckt, dann diese Woche Freitag geht's weiter damit. Gut, na dann. Auch wenn man es mir nicht angemerkt hat, auch wenn ich da am Ende ziemlich viel durchgewascht bin. Ich finde das Spiel super gut. Dämlich nach oben von mir. Waren 6 tolle Episoden bisher. Die letzten 3 wären auch noch toll. In der Entwicklung des Spiels kamen keine Tiere zu Schaden. Es wurden keine Witze verwendet. Doch. Können dich nicht von Piraterie abhalten. Okay. Ich lese diese Credits, willst du ein, dass wir den Träumen liebeweise verwenden und was? Aha. Der Darkseid Detective fummeln und sagt. Ja. Die Jungs sind zurück und machen weiter an Episode 7. Geister der entgangenen Weihnacht. Machen wir am Freitag. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Haut rein auf YouTube. Ciao.